Am Anger. Talk in bester Lage präsentiert Ihnen Ihr Immobilienmakler Engel und Völkers. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen am Anger. Unser Thema heute: Sind Thüringens Schulen noch zu retten? Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. An meiner Seite sitzt Hannes Leiteritz. Er ist der Landesvorsitzende der Landesschülervertretung in Thüringen. Und neben ihm darf ich begrüßen Helmut Holter. Er ist als Minister verantwortlich für den Bereich Schulen, unter anderem auch für Jugend und Sport in Thüringen. Er war schon Minister für Arbeit und Bau in Mecklenburg-Vorpommern, hat mehrere Jahre die Fraktion der Linken diszipliniert in Mecklenburg-Vorpommern. Ist sicherlich keine einfache Arbeit, aber darüber reden wir heute nicht, denn seit August 2017 sind Sie Schulminister oder Kultusminister, wenn man so will. Ich würde gerne mit einer Anekdote anfangen, um ins Thema einzusteigen. Eine kleine Geschichte aus der Grundschule. Die Kinder hatten als Aufgabe, 7 wichtige Punkte eines Fahrrades zu benennen. Also wie Rücklicht, Bremse und sowas. Die Begriffe im Schulbuch waren hochkompliziert. Das waren also zusammengesetzte Wörter aus mindestens 3 bis 4 Substantiven. Gleichzeitig gab es aber eine Broschüre von der Landespolizei. Die hatten dieselben 7 Teile benannt, aber viel einfacher. Der Junge, in dem Fall hat sich um meinen Sohn gehandelt, habe ich gesagt, weißt du was, mach dir es einfach. Polizei ist ja eine staatliche Institution. Du lernst die einfachen Begriffe, dann musst du nicht diese Wörter, die kann sowieso keiner merken. Hat er gemacht, hat es auch so aufgeschrieben, hat jeden Begriff richtig benannt und hat dafür 0 Punkte bekommen statt 7. In der Diskussion mit der Lehrerin war nichts zu machen. Die Lehrerin versteifte sich und sagte, es muss so geschrieben werden wie im Schulbuch. Ist Ihnen sowas schon mal, sowas Vergleichbares auch schon mal widerfahren, Herr Leiteritz? Also ist so etwas in der Art und Weise sicherlich nicht, dass man jetzt da irgendwie 0 Punkte darauf bekommen hätte. Und ich möchte jetzt eigentlich in dem Zusammenhang auch gar nicht zu sehr auf die Lehrer schimpfen, aber es stimmt tatsächlich, dass viele Lehrer darauf Wert legen, vielleicht auch tatsächlich zu großen Wert darauf legen, dass genau die Formulierungen oder die Stichwörter aufgeschrieben werden, die sie selber den Schülern als Lernstoff gegeben haben, obwohl vielleicht auch andere Ausdrücke, andere Formulierungen an der Stelle genauso richtig wären. Das habe ich durchaus schon erlebt, ja. Mhm. Könnte man eigentlich jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, Herr Holter? Reines Begriffe lernen, reines Zahlen lernen. Manche Schüler sprechen auch von Bulimie lernen, einfach reinpauken und nachher wieder schnell vergessen. Hauptsache es reicht für die Klassenarbeit. Ist Ihnen das schon mal so vorgekommen? Kennen Sie das als Problem oder glauben Sie, das ist nur so ein Seitenaspekt? Nein, also ich kenne es erst aus meiner eigenen Schulzeit, wo also so ein Faktenwissen, was war wann, an welchem Tag und wer hat da was gemacht, abgefordert wurde. Okay, ich meine, ich bin ja Linker, das ist das Kommunistische Manifest 1848 erschienen, das von Karl Marx, Friedrich Engels geschrieben wurde. Das sollte Allgemeinwissen sein, aber ich glaube nicht, man muss jeden Fürsten, der in Thüringen zu irgendwelchen Zeiten mal regiert hat, aus dem Kopf kennen. Man sollte wissen, wo man nachschlägt, um dann also auch entsprechende Fundstellen zu haben. Also das bestimmtes Faktenwissen sollte man haben als Grundgerüst, aber mir geht es eigentlich darum, das Grundverständnis zu entwickeln zum selbstständigen Lernen. Und wenn Ihr Sohn dann begriffen hat, was wichtig ist am Fahrrad, ist es doch am Ende egal, wie er das Rücklicht oder die Lampe vorne oder die Bremse bezeichnet. Am Ende weiß er, was wichtig ist, damit das Fahrrad verkehrssicher ist und er selbst von A nach B kommt. Das ist doch entscheidend. Und hier brauchen wir ein Stück, ja, ich würde mal sagen, Entspannung und auch Freiheit. Entscheidend ist, dass die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, das, was sie an Grundlagenwissen aufnehmen, dann auch in den nächsten Klassenstufen verwenden können. Dass sie eben dieses Bulimie-Lernen, wenn es dann dazu führt, dass es kurzzeitig abgespeichert wird, dann ausgespuckt wird, das war es dann. Das kann es nach meiner Auffassung nicht sein, sondern Schritt für Schritt. Und ja, wie soll man sagen, es geht nicht darum, irgendwelche Dinge stur auszusehen, sondern es geht um anwendungsbereites Wissen und logisches Denken, etwas weiterzuentwickeln. Mensch, das habe ich doch da gehört. Ich wurde jetzt gefragt, hast du in der Kindheit Phänomene erlebt,
die du erst später aufgrund von Unterricht oder auch Studium dann erklären konntest. Ne? Habe ich genannt Flaschenzugmagnetismus. Hast du als Kind ja irgendwo erlebt, aber erklären konntest du das nicht. Und das hat man erst später im Unterricht dann tatsächlich erfahren. Und so, meine ich, muss man auch anwendungsbereites Wissen haben. Die Frage ist ja immer, wofür brauche ich das eigentlich? Und den Kindern, auch den Jugendlichen zu vermitteln, es ist nicht was ihr nicht braucht, sondern irgendwo taucht das irgendwann im Leben auf und dafür ist das notwendig. Herr Holter, Sie sind jetzt neu in dieser Position. Wie haben Sie sich auf diese Aufgabe vorbereitet? Ja, ich habe mich viel vorbereitet und gar nicht vorbereitet, muss ich sagen. Also auf der einen Seite war ich ja Mecklenburg-Vorpommern Generalist, war immer in so führenden Funktionen tätig, hat man immer mit Bildung, auch mit Kinder und Jugend zu tun gehabt. Also im Jugend- und Kinderbereich, klar, gab es in Mecklenburg-Vorpommern auch das Thema Kinderarmut, auch die Frage im Kita-Bereich Fachkraft-Kind-Relation, also Personalschlüssel, wie soll da aussehen? Soll der Kindergarten, die Krippe generell beitragsfrei für die Eltern sein? Also das Thema ist ein bundesweites Thema, war ich also mit konfrontiert. Aber die konkrete Situation, jetzt nehmen wir mal die Schule, wie es denn dort aussieht. Ja, da gibt es Unterschiede zu den Bundesländern, aber beispielsweise Personalentwicklungskonzept habe ich in Mecklenburg-Vorpommern in der damaligen Regierung zumindest mitverantwortet, habe ich auch daran mitgearbeitet. Aber jetzt in Thüringen erlebe ich eben, welche Auswirkungen ein solches Personalentwicklungskonzept unmittelbar in Schule hat und deswegen ist es was anderes. Vorbereitet habe ich mich eigentlich in der Kommission Zukunft Schule, die der Ministerpräsident berufen hat. Da habe ich in diesem halben Jahr unwahrscheinlich viel über die Schullandschaft und die konkrete Situation an Schulen gelernt. Wobei ich muss eingestehen, man kann sich eigentlich nicht vorbereiten. Ich bin mitten in der Legislatur am 17. August ins kalte Wasser gesprungen und ich habe heute das Gefühl, als wenn ich schon ewig dabei bin. Okay. Sie wissen auch, dass das eine Bärenaufgabe ist. Herr Ramelow sprach letzte Woche von 1000 Lehrern, die eigentlich fehlen. Und wo holen Sie die her? Na, erstmal hat man mir gesagt, du bist ja verrückt, dass du dieses Amt überhaupt antrittst. Das ist der heißeste Stuhl, den es in Thüringen gibt. Das ist ein Schleudersitz. Mhm. Es gibt noch mehr. Ja, sicherlich. Jetzt in Bezug auf den hier, auf das Amt, was ich jetzt vertrete. Aber ich bin nicht verrückt, sondern ich bin hier angetreten, um tatsächlich was zu verändern und also auch gute Schule zu gestalten, auch zukünftig. 1000 Lehrer stehen nicht auf dem Anger oder auf einem anderen Marktplatz, rüttelt an der Tür und ich will hier rein. Das wissen die Schülerinnen und Schüler, das wissen auch die Lehrerinnen und Lehrer, das wissen auch die Eltern. Thüringen muss als Bildungsland attraktiver werden und dazu bedarf es Entscheidungen innerhalb des Schulsystems, da kommen wir vielleicht im Einzelnen noch darauf. Dazu bedarf es aber auch Wertschätzung und Anerkennung für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben immerhin ca. 21.000 Menschen verantwortlicher als Dienstherr, als unmittelbarer oder als Vorgesetzter. Und bei allen Problemen, die wir haben, Schule findet statt. Also tagtäglich findet Schule statt. Ist das schon ein Erfolg? Ist das schon ein Erfolg? Nein, das will ich nur erstmal als Fakt werten. Erfolg ist das noch gar nicht, sondern es ist erstmal Alltag. Und auf der anderen Seite haben wir eben Stundenausfall und Lehrermangel. Und wir diskutieren jetzt heftigst auch hier mit Hannes Leiteritz darüber, wie kommen wir eigentlich dazu, dass junge Leute Lehramt studieren und wie können wir über Seiteneinsteiger und einen attraktiven Bildungsstandort Thüringen Menschen, die Lehramt studiert haben, locken, hier nach Thüringen zu kommen. Das ist die eigentliche Herausforderung. Vielleicht gleich mal. Das ist tatsächlich ein Problem, was auch letztendlich die Schüler ja genauso sehen. Sie müssen wissen, ich bin ja jetzt in der 12. Klasse, das heißt auch für mich wird dann jetzt demnächst irgendwann mal die Entscheidung stehen, ja, was studiere ich denn eigentlich? Für viele andere in meinem Umkreis steht die Entscheidung und es ist tatsächlich so, viele sagen sich ja, Lehramt könnte ich mir an sich schon vorstellen, aber ich weiß ja gar nicht hier in Thüringen, wie sind denn da so die Umstände, die Gegebenheiten, habe ich da überhaupt so richtig, ist ja gerade alles ein bisschen problematisch, also jetzt dann wirklich quasi so als Gedanken der Schüler. Inwiefern, wieso problematisch? Jeder, auch letztendlich die Schüler hören ja gerade, was im Thüringer Schulsystem gerade alles nicht richtig läuft vielleicht, oder sie hören es ja nicht nur, sie erleben es ja, das ist ja das große Problem, ne? Man erlebt es ja selber als Schüler, dass man stundenweise keinen Unterricht hat, dass manche Klassen ganze Tage zu Hause bleiben. Und dann sagt man sich natürlich als Schüler, ja, wenn ich jetzt Lehramt studiere und bin dann vielleicht Lehrer, ja, was ist denn, wenn sich das bis dahin gar nicht geändert hat? Ich sehe, dass die Lehrer, die heute Unterricht geben, dass die überlastet sind teilweise, dass die auch ein Stück weit schimpfen, möchte ich nicht bezeichnen, aber sie beschweren sich auch schon manchmal und sagen auch den Schülern gegenüber, Mensch, heute war wieder ein schlimmer Tag. Ne? Und da habe ich ja dann als Schüler auch einen sehr geringen Antrieb eigentlich. Werden dann sogar schon die Schüler sozusagen als Gesprächspartner gesucht, weil es vielleicht woanders gar keine mehr gibt?
Wer wäre denn derjenige, wo die sich also mal ausholen können? Also was ich mir vorgenommen habe, also bin jetzt die 12. Woche, im Amt. Was ich mir vorgenommen habe, auch zum Beispiel in die Schulen, an die Gymnasien zu gehen, mit 12-Klässlern darüber zu reden, wenn sie die Absicht haben, Lehramt zu studieren, A, erstmal bei der Stange zu bleiben und zweitens auch bestimmte Fächer zu studieren. Also wir brauchen ja gerade Mathe, Physik, Musik- und Sportlehrer und noch ein paar andere Naturwissenschaften. Und das ist ja einfach so, ich habe ja auch viel Wirtschaftspolitik gemacht. Motiviere mal Menschen, Ingenieurstudium zu machen oder auch einen gewerblichen Beruf zu ergreifen, wenn die Branche in der Krise ist. Also gerade aktuell in der Krise, aber gerade dann müsste man ja diese Branche, diese Berufe dort auch erlernen, weil irgendwann kommt man ja aus der Krise wieder raus. Und das ist eben das, was wir in der Bildungslandschaft, in den Schulen in Thüringen haben. Wir reden zu Recht, gar keine Kritik, wir reden zu Recht in erster Linie über die anstehenden Probleme. Das schreckt junge Leute ab, Lehramt zu studieren. Das sehe ich genauso. Mhm. Deswegen bin ich ja der Meinung, wir müssen auf der einen Seite die positiven Seiten der Schule, des Schulwesens in Thüringen herausstellen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wir haben Probleme und da brauchen wir gerade auch die junge Generation, um diese Probleme zu lösen. Und jeder weiß, das Brett ist dick. Und wenn ich Veränderungen in der Schule erreichen will, dann gibt es nicht den Urknall, dass von heute auf morgen sich was ändert, sondern ich muss den Weg aufzeigen, wie es zu diesen Veränderungen kommt. Das ist für die Schüler wichtig, für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Zukünftigen sowieso und auch für die Eltern wichtig. Und das ist meine Strategie, jetzt aufzuzeigen, wie wir dann zu diesen Veränderungen kommen. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf Ihre Frage zurückkommen. Inwiefern vielleicht die Lehrer dann auch die Schüler als Ventil betrachten dafür. Es ist schon tatsächlich so, natürlich die allergrößte Anzahl an Lehrern ist Lehrer mit Leib und Seele. Ja, die machen ihren Beruf gerne, egal ob jetzt vielleicht gerade mal schlechtere Zeiten angebrochen sind, also in Anführungszeichen schlechtere Zeiten. Aber es ist tatsächlich so, weil man hat oft den Eindruck, ich erlebe es ja an der Schülervertretung, in den normalen Lehrern geht es natürlich nicht anders. Wenn es irgendwelche Probleme, Missstände gibt, dann läuft man in der Regel wirklich gegen Wände. Es ist leider einfach so, da macht die Bürokratie, schiebt da durchaus mal einen Riegel davor, dann sagt, dann wird man an den und dorthin verwiesen und dann geht es hier und da nicht weiter. Dass dann die Lehrer natürlich hier und da auch einfach mal ein bisschen demotiviert sind, dann auch mal vor der Klasse sagen, ja Mensch, heute war wieder dies und das und das ist mal wieder nicht gelaufen und verzeiht mal bitte, wenn ich heute vielleicht mal nicht ganz so fröhlich bin wie sonst. Das kriegt man natürlich schon mit. Na, und das ist auch vielleicht ein Problem, was man da angehen müsste, dass man quasi auch diese Durchlässigkeit von unten her ein bisschen steigert, aber das ist sicherlich dann auch nochmal zu diskutieren. Ja, wie meinen Sie das mit Durchlässigkeit? Ja, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben es ja jetzt gerade als Schülervertretung zum Beispiel, jetzt natürlich die Schülervertretung, die hat ja wieder ein bisschen Stellenwert in anderen, wir brauchen ja uns nicht an diesen klassischen Dienstweg etc. zu halten, aber auch diese Vorschläge oder diese Szenarien, die an der Basis auftauchen, an jeder Schule, jeden Tag, wo sich dann alle Beteiligten denken, ja Mensch, hier an dieser Stelle könnte es besser sein. Und das ist eben in der Vergangenheit nach allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, einfach nicht möglich gewesen, dass man dann wirklich an irgendeiner übergeordneten Stelle einmal Anklang findet, die dann wirklich das auch aufnimmt und sagt, ja, da könnte der Recht haben. Und das ist mit Sicherheit auch was man vielleicht für die Zukunft damit bedenken sollte, dass sowas nicht passiert. Naja, da kommen zwei Momente zum Ausdruck. Das eine ist, was ich auch gerne möchte und das will ich auch durchsetzen, dass an den Schulen mehr Freiheiten bestehen für diese kreativen, eigenständigen Entscheidungen. Also es wird ja nicht nur in Thüringen über die eigenständige Schule gesprochen, aber eigenständige Schule muss natürlich auch gelebt werden. Also wenn jede Entscheidung, um das ein bisschen zu übertreiben, jede Entscheidung erst beim Schulamt oder sogar beim Ministerium abgenickt werden muss, ja, läuft irgendwas schief. Und dann Verwaltungswege sind mühsam und sind lang und dann ist vielleicht der Zug schon längst abgefahren. Also mehr Freiheit, aber damit auch mehr Verantwortung an der Schule selbst. Dafür soll es ja ein Schulbudget geben. Das wird gerade im parlamentarischen Raum, sprich im Landtag, diskutiert. War im Doppelhaushalt für 2018-19 bisher nicht vorgesehen, aber die Koalitionsfraktionen haben sich ja darauf geeinigt, dass es ein Schulbudget geben soll. Denn Freiheit ist das eine. Ich muss ja auch natürlich entsprechende finanzielle Möglichkeiten haben, um bestimmte Dinge entscheiden zu können. Können Sie mal eine Hausnummer nennen? Ja, das sind 30 Euro pro Schüler sollen dort eingepreist werden und damit hätte die Schulleitung schon bestimmte Möglichkeiten, Honorarkräfte oder auch andere Dinge, die man jetzt im Projekt, was da entwickelt wird, welches ja, nirgendwo eine Förderung erfährt, könnte man an der Schule dann ganz konkret umsetzen. Das würde meines Erachtens auch Lehrerinnen und Lehrer motivieren, das würde auch das Miteinander in der Schule deutlich fördern. Die zweite Frage der Durchlässigkeit ist, was ist eigentlich, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin vom Gymnasium an die Regelschule geht oder sogar an die Grundschule.
Es gibt eine Laufbahnordnung und nach diesen Laufbahnprinzipien, wenn du dann auch Beamter bist, musst du also bei deiner Laufbahn bleiben. Du darfst also nicht aus der Spur in eine andere, aus dieser Spur in eine andere gehen. Ja, aber wir haben konkreten Bedarf. So, und jetzt gibt es auch konkrete Fälle im Freistaat, wo Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, okay, ich bin zwar Gymnasiallehrer, aber ich bin bereit, an der Regelschule oder an der Berufsschule zu unterrichten. Dann wird der Antrag auf Verbeamtung gestellt und dann heißt es, nee, geht nicht, weil nach Laufbahnordnung muss der Gymnasiallehrer auch am Gymnasium unterrichten. Jetzt sage ich aber, diese Menschen helfen dem Freistaat, ein Problem zu lösen. Da kann der Freistaat dort nicht sagen, pass mal auf, dass das Problem löst, aber jetzt geben wir dir eine Klatsche, weil ja das Beamtenrecht das einfach so vorsieht. Und da müssen wir Durchlässigkeit sichern, dass also ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer faktisch an allen Schulen unterrichten können, dass ein Unterricht an einer Grundschule etwas anderes ist als im Gymnasium, weiß auch jeder. Und das kann man ja auch mit entsprechenden Qualifizierungslehrgängen dann erreichen, weil bestimmte didaktische Voraussetzungen brauchst du eben, um das eben leisten zu können. Aber diejenigen, die dazu bereit sind, sollten so unterstützt werden, dass sie diesen Weg auch gehen können. Sie sollen auf alle Fälle dadurch keine Nachteile haben. Aber das hört sich ja so an, als wenn es in dem gesamten Prozess noch eine unzureichende Vision gibt, wie die Zukunft aussieht. Wenn der Schüler sagt, also du bist, den Stress tue ich mir nicht an als Lehrer, wenn ich das so sehe, was ich da erlebt habe. Das müsste jetzt sozusagen gesagt werden. Ich habe selber, wenn ich Leute einstelle oder so, die fragen mich immer nach ihrer Perspektive, also was sie auch gesagt haben, also auch was Geld und so weiter angeht. Wenn ich jetzt vom Gymnasium runter in die Grundschule oder wo auch immer hingehe, habe ich dann Einbußen und so weiter. Da muss man ja diese Vision deutlich machen, wo wollen wir hin? Was ist eigentlich unsere Zielsetzung? Ich denke, da muss man auch sagen, nicht nur, dass die 1.000 fehlen, sondern dass man sagt, wir müssen 1.500 einstellen. Und wie man das erreichen will und was man dazu tut. Da müsste man jetzt zum Beispiel auch zu den Schulen gehen und sagen, wo sind denn die Mathematiktalente, wer hat denn Lust? Und ich gebe dir mit dem persönlichen Plan auch zu machen, wenn du das bei uns machst, wenn du hier bleibst, hast du die und die Chancen, die und die Zukunftsvision. Gibt es sowas? Sowas entwickelt sich. Wir sind ja gemeinsam in einem sehr intensiven Diskussionsprozess, Werkstattprozess genannt. Es gab im ersten Halbjahr die Arbeit der Kommission Zukunft Schule, die sich im Wesentlichen mit Strukturfragen beschäftigt hat, Vorschläge gemacht hat, wie also auch die Zukunft von Schulen, Schulnetzplanung in Freistaat aussehen kann. Wir haben auch darüber geredet, wie kann ich eigentlich junge Leute motivieren, Lehrerinnen und Lehrer im ländlichen Raum zu werden, beziehungsweise die Mangelfächer dann zu studieren. Da gibt es den Vorschlag, wie auch in anderen Berufszweigen, dass man das mit Stipendien anreizen kann und das dann auch, ja, wenn man so will, einen Vertrag eingeht. Ne? Ja. Handelsleiterin würde jetzt sagen, ich will Mathematik- und Physiklehrer werden und dafür gehe ich nicht in die Stadt, sondern ich gehe in den ländlichen Raum. Dann kann ich mir vorstellen, dass es da ein Stipendium gibt, über die Höhe muss man reden, vielleicht sind es 300 Euro im Monat. Dafür muss ich Handels dann aber auch verpflichten, mindestens 3 Jahre an der Schule, die da für den Einsatz vorgesehen ist. Juristisch ist das kein Problem. Juristisch ist da kein Problem. Juristisch sehe ich da kein Problem. Das ist, muss man dann vereinbaren. Und das andere ist, das ist, wird ja auch heiß diskutiert, machen wir nur eigentlich schulscharfe Ausschreibungen oder machen wir die allgemeine Ausschreibung und dann wird entschieden, an welcher Schule derjenige oder diejenige konkret eingesetzt wird. Wir werden mehr zu schulscharfen Ausschreibungen kommen müssen, weil es ist nicht nur das Lehrer sein, was junge Menschen wollen, sondern sie haben ja auch eine private, eine persönliche Lebensplanung. Und vielleicht will jemand im ländlichen Raum dort auch wohnen, vielleicht hat er familiären Hintergrund oder auch gar nicht und sagt, also da sehe ich meine familiäre Zukunft und das entsprechend zu unterstützen. Hat übrigens auch was mit Willkommenskultur zu tun, das hat noch gar nicht mit Schule zu tun, das ist alles außerhalb von Schule, also die Dorfgemeinschaft, die Stadtgemeinschaft, der Bürgermeister, die Stadträte, die Gemeinderäte, Vereine, die müssen so eine Kultur entwickeln und sagen, Mensch, wir wollen dich hier haben, du passt hier in unsere Welt, nicht nur in die Schule, sondern in unsere Dorfgemeinschaft. Da muss ich auch meine Altersgruppe vielleicht generell ein bisschen in Schutz nehmen, vielleicht. Man spricht ja zwar immer von dieser Landflucht und dass da vielleicht dann auch die jungen Leute eher an die Städte gehen, aber es gibt jetzt zum Beispiel, ich komme aus dem ländlichen Raum, ja, wir sind eine Stadt, wenn man es so bezeichnen möchte, mit 8.000 Einwohnern. Es ist schön dort zu leben, aber es ist nun mal nicht Berlin, ne? Das muss ja jedem klar sein. Aber es gibt trotzdem genug, die sagen, ja, ich bleibe hier, ich mache vielleicht sogar, unabhängig jetzt von Schule zum Beispiel, einen Beruf hier irgendwie in der Landwirtschaft oder irgendwas, wo ich ja regional etwas machen kann. Es ist also nicht so, dass die jungen Leute nur alle vorbehaltlos dann in die Städte strömen wollen, im Grunde genommen. Es ist aber in der Tat zum Beispiel so ein Problem, wenn man sich dann beim Land bewirbt,
geguckt und hat dann grundsätzlich also diese Möglichkeit oder weiß, dass die Möglichkeit besteht, dass man in Thüringen eingesetzt werden kann irgendwo. So, dann ist natürlich vielleicht bei manchen Leuten dann die Frage, ja, ich komme eben von der Schule, ich bin dort zur Schule gegangen, würde dort gern Lehrer werden, sowas, da ist ja dann der Antrieb dementsprechend größer oder ich würde gern in der Nähe von der Heimat bleiben. Das ist da mit Sicherheit so ein Aspekt, den man dann hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt aus Schülersicht mal reinsehe, wenn Referendare zum Beispiel an den Schulen sind, ja, dann hat man als Schüler auch durchaus diesen Referendar als Lehrer lieb gewonnen, weil er moderne Unterrichtsmethodiken hat, weil er ein angenehmer Mensch ist und so weiter. Und dann sieht man aber diesen Referendar ziehen als Schüler und weiß vielleicht sogar noch, ja, wir hätten ja praktisch gesehen gerade den Bedarf zum Beispiel, was haben wir, die Naturwissenschaften, zum Beispiel Chemie, hatte ich an meiner Schule das ganz konkrete Beispiel. Da war aber die Stelle auf dem Papier eben noch besetzt. So die Lehrerin oder die entsprechende Stelle dann war eben ausgefallen, wirklich langzeitkrank. Der Lehrer war also nicht da und dieser Referendar, der den Schülern gut gefallen hat, die haben sogar eine Unterschriftaktion gemacht, aber es führte keinen Weg rein. Er wurde dann, er hat zwar eine Anstellung bekommen vom Land, muss dann aber an eine andere Schule gehen. Also die Geschichte habe ich schon oft gehört. Das klingt so absurd, das klingt, aber es scheint wirklich so zu sein. Das ist tatsächlich so. Ja. Es heißt ja nicht, dass da kein Bedarf besteht bei der anderen Schule. Das ist ja gar nicht gesagt, aber dass man dann vielleicht schaut, insgesamt flexibler zu werden, individueller zu werden, ein Stück weit. Also ich habe jetzt sowohl im Ministerium als auch eigentlich im ganzen Freistaat eine Diskussion eröffnet mit dem Werkstattprozess, wo wir tabufrei alle Themen auf den Tisch packen. Ja, dann kommen rechtliche Geschichten, Gesetze, Verordnungen, alles kommt auch auf den Tisch. Aber ich sage mir, wir müssen die Bindekräfte erhöhen. Ja. So, was macht Thüringen, das zwischen Studienabschluss und Beginn des Vorbereitungsdienstes, Referendariat, da ist eine Lücke von, sagen wir mal, ungefähr einem halben Jahr. Wenn das Referendariat zu Ende ist und dann das Schuljahr, also sprich die Einstellung, kommt, ist wieder ein halbes Jahr. Die anderen Bundesländer sind viel schneller. Die anderen Bundesländer sagen, ich brauche nicht das ausgefertigte, gesiegelte Abschlusszeugnis von der Universität oder von der Hochschule, wo die Ausbildung entsprechend erfolgt ist, sondern da reicht eine vorläufige Mitteilung der Ausbildungsstätte, also der Hochschule, über das erfolgreiche Lehramtsstudium. Da gibt es eine entsprechende Vereinbarung und wir müssen also auch sehen, dass es Zusagen gibt, dass derjenige eingestellt wird. Das Beispiel, was Hannes Leiteritz eben gebracht hat, ist ja genau das Verkehrteste, was man machen kann. Wenn dann andere Bundesländer viel früher eine Einstellungszusage geben, dann müssen wir. Weil der Kampf um die besten Köpfe auch bei der Lehrerschaft, der boomt in Deutschland generell. Mhm. Und an bestimmten Dingen wird der Freistaat nicht mithalten können. Wenn was die mich daran erschüttert, ist, dass über dieses Thema redet Thüringen schon seit Jahren. Das ist nicht neu. Das glaube ich Ihnen also gerne. Also muss erst der Minister Holter kommen, um das wann zu verändern? Doch nicht nochmal 3 Jahre, oder? 2018. Mhm. Also wir sind jetzt in dem Werkstattprozess. Der wird jetzt zum Jahresende abgeschlossen und daraus soll ja der Thüringen-Plan Zukunftsschule entstehen. Da sind wir gemeinsam mit anderen natürlich auch, aber wir beide auch in einer intensiven Diskussion. Und ich möchte ganz gerne, dass am Ende verbindliche Maßnahmen, die auch in den Medien, aber auch generell in der Öffentlichkeit, auch in den Schulen konkret abgerechnet werden können, erreichen. Das heißt, erste Phase, die ich jetzt seit August mache, ehrlich machen und offener Dialog über alle Fragen. Da sind wir auch in einem sehr guten Gespräch, auch sehr kontrovers, aber wir sind in sehr guten Gespräch auch mit anderen Verbänden und Gewerkschaften. Und das Zweite ist, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich habe da sogenannte Umsetzungswerkstätten ins Leben gerufen, die konkrete Maßnahmen beschreiben. Und im ersten Quartal 2018 wird es diesen Thüringen-Plan Zukunftsschule geben, wo ganz konkrete Maßnahmen beschrieben sind. Dazu gehört beispielsweise auch Bindekräfte für junge Leute, sprich für die Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärter, so zu entwickeln, dass wir sie hier im Freistaat halten. Beziehungsweise, da bin ich auch ganz radikal, aus anderen Bundesländern hier nach Thüringen locken. Ja, so, es gibt ja das gegenseitige Werbeverbot, aber es nicht verboten, im Internet, auf Facebook und so weiter bestimmte Angebote zu machen. Heutzutage fragt sich jemand, der sich bewirbt, kriege ich eine Wohnung? Wie sieht es aus mit den Kindern? Kommen die in die Schule? Wie sieht das aus? Und so weiter. Das ganze Setting drumherum musst du dem schon sozusagen mundgerecht anbieten. Und da ist die Frage, sind wir soweit bei den Lehrern? Das kann ich so eins zu eins gar nicht beantworten. Ich werde mich Anfang November, am 8. November mit den Schulträgern treffen. Das ist nicht nur eine Verantwortung derer, die
personalrechtlich als Arbeitgeber für die Lehrerschaft zuständig sind, sondern das ist das, was ich meine mit Willkommenskultur. Es muss auch die Gemeinde sagen, du hast hier eine Perspektive, ich habe hier ein Grundstück, das biete ich dir auch zu günstigen Preisen an, billiger als ein anderer Bauherr das bekommen würde. Oder ich habe hier ein Häuschen, was der Gemeinde gehört, das kannst du gerne übernehmen und dann entwickeln. Also es geht einfach auch um sesshaft machen. Und da muss man überlegen, ja, was ist mit Kita in dem Bereich? Wie ist der öffentliche Personennahverkehr organisiert? Es sind mehr Fragen als nur die Schule selbst, sondern alles, was drumherum so jeder fragen würde. Jeder Mensch würde da fragen, neben meiner beruflichen Tätigkeit, wie sind die Bedingungen, um Lebensqualität, die ich mir wünsche, hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen, die ich mir wünsche, dann auch tatsächlich realisieren zu können. Deswegen Lehrergewinnung für Thüringen. Ist nicht nur eine Aufgabe derer, also und auch meine Aufgabe, der dafür zuständig ist, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Herr Leiter, jetzt hätten Sie eine Idee. Also es reicht ja nicht einfach auf Facebook mal zu posten, hey, kommt mal alle nach Thüringen, hier war mal Goethe. Und ansonsten haben wir noch einen Thüringer Wald und die Bratwurst. Sondern irgendetwas, haben Sie eine Idee oder eine Fantasie, wie man einen bayerischen, rheinländischen, hamburgerischen, norddeutschen Lehrer nach Thüringen bekommen könnte? Was müsste man denen denn anbieten? Und vor allen Dingen, es muss ja schnell gehen. Wir können ja nicht warten, bis alle mal selbst angenommen, Thüringen bildet jetzt ganz viele Lehrer aus, dann dauert es ja noch mal ein paar Jahre. Ja, das stimmt allerdings. Das ist mit Sicherheit eine Frage, die kann jetzt natürlich auch ich nicht so allgemein beantworten. Aber wenn Sie mich jetzt so darauf ansprechen, dann ist es doch mit Sicherheit, wenn ich jetzt junge Menschen habe, die junge Lehrer sind, dann muss ich ja erstmal natürlich über das, was wir jetzt schon gesprochen haben, dann muss ich flexible Rahmenbedingungen irgendwie schaffen, die dann auch verlässlich sind und wo man dann, also quasi, wenn man als Mensch hierher kommt, wo man dann weiß, ja, ich habe hier wirklich, ich werde hier auch, ich komme hier weiter als Lehrer, also wenn ich mal was habe, habe ich auch was, wo ich das anbringen kann und so weiter und so fort. Aber ich muss vielleicht auch dann einfach Bedingungen schaffen, dass ich im Grunde ein modernes Lernen ermögliche. Denn wenn ich junger Mensch bin, dann möchte ich natürlich auch als junger Lehrer dann modern unterrichten, das ist ganz klar. Und das ist natürlich dann auch jetzt eine Frage, die in dem Prozess dann mit beantwortet werden muss. Da kommen wir ja nicht nur zu der Schulausstattung an sich, die auch hier und da durchaus noch dürftig ist, ne, sondern wir kommen ja dann auch zu Lehrplänen, inwiefern natürlich dieser typische Frontalunterricht ist erfolgreich jetzt gewesen, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, aber muss man vielleicht langsam mal zu einem Punkt kommen, wo man das zumindest ein Stück weit überdenkt. Man muss es ja nicht ganz über den Haufen werfen, aber einfach, dass man sagt, Unterricht insgesamt, wir als Thüringen gehen voran und denken jetzt auch in dem Prozess mal neu. Also da gehören mindestens zwei Punkte dazu. Das eine ist die digitalisierte Schule. Genau. Also Digitalisierung der Schule kann ja nicht darin bestehen, dass ich ein Computerkabinett habe, wo PCs stehen, die noch mit Windows XP arbeiten oder so. Das ist irgendwie was von vorgestern. Also über Schulen, die sagen wir, insgesamt mit WLAN ausgestattet sind, wo die Kinder mit iPads unterwegs sind. Davon, glaube ich, können wir im Moment nur träumen. Aber vom Grunde her müsste auf der einen Seite die materialtechnische Basis auch im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Freistaates deutlich verbessert werden. Aber es hat auch was mit Medienkompetenz zu tun. Genau. Sowohl der Jugendlichen, also der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer. Also es nützt ja wenig, ein Whiteboard in der Klasse zu haben, einen Beamer und Internetzugang und das wird dann für die Unterrichtsvermittlung nicht verwendet. So. Also das sind ja auch Fragen. Und wenn ich mir das anschaue, wir haben ein Durchschnittsalter der Lehrerschaft in Thüringen von 51,9 Jahren. Das heißt, in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird ein Großteil derer, die heute noch in der Schule unterrichten, leider auch nach den Methoden, die sie mal erlernt haben, das kann man ihnen ja gar nicht vorwerfen, die werden einfach ganz natürlich aus dem Schuldienst herauswachsen, weil sie in den verdienten Ruhestand gehen. Jetzt kommen junge Leute nach, also die auch andere Methoden an den Unis und so weiter erlernt und gelernt haben. Und die wollen sich dann natürlich auch mit diesen Methoden verwirklichen. Sie wollen ja eigentlich, die stehen ja zwischen den Generationen und das ist ja genau der Punkt, die nächste Generation mitzunehmen. Und deswegen muss Schule sich auch in sich verändern. Und das ist genau der Punkt, wenn wir über gute Schule und Zukunft der Schule reden, dann glaube ich, können wir nicht nur, ja, wir müssen in erster Linie über Struktur und Personal reden. Wir müssen auch darüber reden, was heißt denn guter Unterricht der Zukunft. Wir haben jetzt ja zum Beispiel die Herausforderung der Inklusion und der Integration. Die kommt ja zu dem, was jetzt in Anführung normaler Unterricht ist, noch hinzu. Und das gerade so offene Arbeit, Gruppenarbeit, aber auch
ja, hier, wie heißt das hier, Internetarbeit, digitalisierte Arbeit, kommt dem alles zugute. Und da so einen vernünftigen Schnitt zu finden, was ist das ausgerundet, wo muss ich auch mal frontal machen, aber wo kann ich dann wirklich im freien Unterricht, in Gruppenarbeit, vielleicht auch sogar jahrgangsübergreifend Dinge voranbringen. Also Schule ganz neu zu denken, das ist ja auch noch eine Herausforderung. Aber 10 Jahre warten kann man doch nicht mehr. Aber ne? Ich denke, wenn man jetzt diese Ideen hat, dann würde ich jetzt als sofort sagen, dann gründe ich jetzt mal 2 oder 3 Labore in Thüringen und im ländlichen Bereich, im städtischen Bereich und sagt so, das ist ungefähr unsere Vorstellung. Da gibt es auch Geld, damit die das mal durchsetzen können, dass das alles nicht sozusagen am Hungertuch nagt. Und dann sagt, guckt euch das mal an und die Fehler, die da gemacht werden, die merzen wir aus. Und das machen wir dann zum allgemeinen Prozess. Dann würden die jungen Studenten vielleicht auch sagen, Mensch, das macht Spaß. Was die da machen, ist ja interessant. Das kommt an. Das muss ja auch irgendwie für die Leute spürbar sein, dass da was ist. Ja, es gibt ja diese Labore, gibt es ja schon. Es gibt ja durchaus die eine oder andere Schule, die auf dem Weg ist. Aber ich bin eigentlich der Überzeugung, wir müssen das tatsächlich jetzt ganz über die Breite implementieren und diesen Diskussionsprozess. Also wir müssen die strukturellen Fragen klären, auch was Zukunft von Schule, von kleinen Schulen, gerade im ländlichen Raum bedeutet. Aber am Ende hat es wirklich was damit zu tun, wie ich mit modernen Mitteln auch den Unterricht gut anbiete. Also Stichwort E-Learning, wir reden über Lehrermangel. Aber warum soll man nicht aus einer Klasse, wo ein Lehrer einen Unterricht macht, in eine, ist ja eigentlich egal, wie weit die Schule weg ist, in eine andere Schule diesen Unterricht auch tatsächlich per Internet übertragen und dass die Klasse dort den mitverfolgen kann. Ist eine Ausnahme. Es gibt ja Möglichkeiten, um über moderne Medien auch tatsächlich Ausfälle, die möglicherweise da entstanden sind, ganz situativ, heute krank gemeldet, aber dazu brauche ich die technischen Bedingungen und auch die Kompetenzen, dass das dann eben vermittelt wird. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein größeres Thema, als man sich das vielleicht vorstellen mag, weil ein was muss man noch betonen, ich möchte auch nicht, dass es jetzt von mir dann vielleicht falsch transportiert wurde. Wenn jetzt ein Lehrer älter ist, heißt es jetzt nicht, dass der Lehrer schlechter ist oder weniger gut mit Technik zurechtkommt. Na, also meistens, Sie können die Schüler fragen. Die Wahrscheinlichkeit ist nur höher. Die Wahrscheinlichkeit mag höher sein. Meistens ist es sogar so, Sie können die Schüler fragen, dass die älteren Lehrer sogar fast die liebsten sind. Ja. Und gerade was die Technisierung von Schule angeht, also ich bin jetzt auf dem Gymnasium, komme ursprünglich von der Regelschule, bin also nach meinem Abschluss gewechselt und die Schule hat dann leider erst nachdem ich abgegangen bin, angefangen Tablet-Klassen quasi einzuführen, also immer ab der 7. Klasse ist dann eine Klasse pro Jahrgang, wird mit iPads ausgestattet und man hat sich aus verschiedenen Gründen dann dafür entschieden. Und es läuft wunderbar. Also wir haben dann, ich habe da auch mal reingeschaut und mal guckt, wie funktioniert das dann einfach, weil es mich interessiert hat. Man kann Übungszeiten verkürzen, weil man nicht erst alles wegradieren muss, sondern man drückt halt einfach auf Löschen, da ist diese falsche Zeichnung dann weg. Ja, oder man kann Diagramme und so weiter. Also es birgt einfach unglaubliche Möglichkeiten, die man nicht als Gefahr interpretieren darf, um Gottes Willen, sondern man muss sie wirklich als das interpretieren, was es sind, als Möglichkeiten. Wenn ich dann zum Beispiel nachdenke als Schüler über solche Thematiken wie generelle Handyverbote an Schulen. Ich will jetzt gar nicht, das ist schon eine Diskussion gewesen und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man das unbedingt unterstützen muss und dass das jetzt jedem Schüler freigestellt gehört, das zu benutzen. Das ist es ja gar nicht. Also es ist tatsächlich so, man muss auch bei solchen Dingen dann immer einen Mittelweg finden. Man darf es nicht abtun als das ist neu, das ist böse, sondern auch zum Beispiel mit so Mobiltelefonen, die allermeisten Jugendlichen haben ja ein internetfähiges und so weiter, kann man das durchaus im Internet, im Unterricht ordentlich benutzen. Man denke zum Beispiel darüber nach, vielleicht im Fremdsprachenunterricht mal eben kurz als Wörterbuch. Das sind ja alles Möglichkeiten, die sind da. Die kosten ja auch eigentlich gar nicht so viel. Da muss man dann vielleicht auch gucken, dass man da quasi vom Land aus auch eine Strategie findet zu der Digitalisierung, wo man einfach sagt, ja liebe Schulen, nicht das Handy ganz verbieten, sondern nehmt es doch als Möglichkeit. Nehmt es doch so. Aber letztendlich ist das nicht auch alles eine Frage des Geldes? Ist jetzt das Budget verdoppelt oder... Wo geht's hin? Naja, also das Budget ist nicht verdoppelt, aber das Bildungsministerium hat im nächsten Doppelhaushalt in 2018 100 Millionen Euro mehr, 2019 87 Millionen, also summa summarum sind das 187 Millionen, die mehr im Haushalt sind. Die gehen nicht ausschließlich in Schule, die gehen auch in das beitragsfreie Kita-Jahr. Es werden aufgrund der Entscheidung, die die Koalitionsfraktion, also die Linke, SPD und Bündnis 90 Grüne getroffen haben, noch weitere Gelder hinzukommen, um also auch tatsächlich Qualität an Schule zu bringen. Sie haben ja nach dem Leitbild gefragt. So, und das ist, was wir beide diskutiert haben, ist ja eigentlich eine Vision, wie eine Schule der Zukunft. Ja. Eigentlich müsste sie ja morgen schon stattfinden.
stattfinden, wie Schule der Zukunft aussehen soll. So. Und wenn ich immer über die Zukunftsfragen in den Veranstaltungen rede, sagen mir ja einige auch, naja, hört sich alles gut an, aber ich habe Altersprobleme, wir lösen erstmal die Altersprobleme. Und trotzdem bin ich der Auffassung, müssen wir darüber reden, wie wollen wir denn zu dieser Schule der Zukunft hinkommen? Sowohl von der Struktur, vom Personal, aber auch von der Qualität und der Art und Weise des Unterrichtes. Und das zusammenzuführen, das halte ich für den richtigen Weg. Da gehören eben mehrere Dinge zusammen und das muss man eben größer sehen als nur Schule. Dazu gehört die Digitalisierungsstrategie des Landes, dazu gehört auch, wie strukturiert sich das Land in Zukunft. Also wenn ich über Schulträgerschaft nachdenke, beziehungsweise Organisation von Schule im ländlichen Raum, dann stellt sich die Frage, wie wird die Kreis- und die Gemeindegebietsreform ausgehen? Welche Größenordnung werden wir da haben? Wie können denn Schulen in einer größeren Gemeinde, ich mache jetzt gar keine Wertung, mir geht es nur darum, in einer größeren Gemeinde sich so organisieren, dass sie möglicherweise sich als eine Schule verstehen? Kooperationsmodelle muss man diskutieren, um einfach das, was wir gerade diskutiert haben, effizient auch anzuwenden. Also ich bin ja der Überzeugung, wir müssen Schule, überhaupt auch die ganzen anderen Reformen, die ich gerade angesprochen habe, immer von den Menschen her denken. Nicht von der Verwaltung und vom Geld her, sondern erstmal vom Menschen her denken, was können wir an Verbesserung, an Lebensqualität und was die Schule betrifft, an verbesserten qualitativen Unterricht tatsächlich anbieten. So, und wenn wir so denken, dann komme ich auch zur Schlussfolgerung. Wünschenswert dabei ist, dass es am Ende auch Effizienzgewinne gibt. Aber das steht bei mir nicht im Vordergrund. Ich will erstmal die Qualität sichern. Ja, ich sag mal, wie lange sind Sie mit der Schule beschäftigt am normalen Werktag? Also ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass ich in der 12. Klasse bin und das wesentlich schlimmer eingeschätzt hätte, bin ich eigentlich mit der Schule außerhalb des Unterrichts gar nicht so lang beschäftigt. Lassen Sie es eine Stunde, anderthalb Stunden sein, die ich da jeden Tag aufwenden muss, um wirklich dann vorbereitet zu sein, Hausaufgaben zu machen. Das meiste ist ja jetzt langsam wirklich der Lernstoff, mehr als irgendwelche Hausaufgaben. Und dann kommt eben noch der Schultag dann dazu. Und der Schultag, wann endet der so? Also er endet für mich Gott sei Dank, mein Stundenplan ist relativ kompakt, das ist im Kurssystem in der Oberstufe ja nicht immer so. Da endet er für mich zumindest in den meisten Fällen so circa halb zwei am Nachmittag. Fängt aber an zwei Tagen die Woche früh um 7 schon an und endet auch zweimal die Woche erst gegen 15 bzw. 16 Uhr. Ist das für Sie okay von der Zeit her? Oder also es gibt Schüler, die klagen halt darüber und auch Eltern, dass sie sagen, sie sehen eigentlich ihre Kinder nicht mehr, entweder weil sie so spät nach Hause kommen und dann auch noch lernen sollen, wenn sie müde um 4, 5 sind? Das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Sache, die dann mit Sicherheit auch schwierig zu definieren ist. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht richtig, wenn schon 5., 6. Klassen 8-Stunden-Tage haben, weil das ist was, das kann man dann in so kleinen Klassen, ist es einfach eine große Belastung, so ein Schultag, wenn ich mich die ganze Zeit anstrengen muss, ich muss hinhören, letztendlich geht es ja da um meine Zukunft, ist es auch ein Arbeitstag für so ein Kind. Man mag es vielleicht nicht richtig glauben, aber es ist so. Es ist biologisch auch gar nicht möglich, sich so lange zu konzentrieren. Das ist tatsächlich so, ja. Und deswegen hat man räumt sich dann als Schüler, das gehört nun mal zur Wahrheit dazu, Sie alle kennen es noch aus Ihrer Schulzeit, dann auch innerhalb der Stunde mal vielleicht die ein oder andere Minute mal noch an Pausenzeit ein, wo man vielleicht mal kurz nochmal über sein Heft drüber liest oder auch mal kurz ganz abschweift im Bioraum zum Aquarium oder sowas in die Richtung. Und dann ist es halt einfach so. Also ich glaube, diese Frage, sind diese Schultage vielleicht zu lang? Auch einfach ist wirklich dann die Frage, wie belastbar ist das Kind dann immer? Es gibt natürlich Leute, die können das vielleicht nicht so. Und das ist ihr gutes Recht. Jeder ist eben anders. Und es gibt wieder andere, die kommen damit ganz gut hin. Grundsätzlich muss ich sagen, dass man vor allem auf die kleineren Klassen schauen muss, bis zur 7., 8. Klasse, wo ich jetzt sage, das müssen jetzt noch keine langen Schultage sein. Jetzt speziell zum Beispiel die Oberstufe oder auch dann die Berufsschule, wenn ich jetzt wirklich einen Weg eingeschlagen habe und dann letztendlich ja auch weiß, dass ich da ein Stück weit dafür mehr aufwenden muss, dann ist das mit Sicherheit eine andere Frage nochmal. Naja, das ist ja die Frage, die indirekt dahinter steht, was soll Schule jetzt sein? Ja. Soll Schule jetzt spitzt es hier zu, ein Vormittagsbetrieb sein, also Vormittags 1, 2, Schluss. Und dann sind die Schülerinnen und Schüler sich selbst überlassen. Oder reden wir jetzt ganz bewusst von ganzer Schule, und das ist ja auch eine Diskussion, die mit Leitbild, Vision zu tun hat. Unsere Grundschulen in Thüringen sind ja Ganztagsschulen, zwar offene Ganztagsschulen, das heißt Vorschulbeginn gibt es den Hort und nach der Schule gibt es auch den Hort, in dem ja dann hoffentlich auch die Hausaufgaben gemacht werden. Da wäre jetzt immer
sechste, siebte oder so Klassen nimmt, haben wir den Hort nicht. Die Frage ist eben, wird Schule so organisiert, dass das, was an Hausaufgaben steht, auch innerhalb dieser, ich nenne das jetzt mal Schulzeit, auch tatsächlich realisiert wird. Dann ist der spätere Nachmittag und der spätere Abend dann natürlich auch frei von diesen Belastungen. Bleibt ja nicht aus, dass noch mal irgendwas gelesen wird, das ist aber alles nochmal ein normaler Prozess. So, und ich glaube, wir müssen auch über diese innere Organisation der Abläufe tatsächlich reden. Und was wir eingangs hatten, ne, Faktenwissen oder so, dieses sture Auswendiglernen von bestimmten Dingen. Ich bin Anhänger davon, dass man auch einfach mal unter den gegebenen, heutigen, aber auch den zu erwartenden zukünftigen Bedingungen mal schaut, was steht denn in den Lehrplänen. Ja. Muss alles, was in den Lehrplänen ist, was wir beispielsweise noch gelernt haben, ist das eigentlich noch notwendig? Wir brauchen uns ja bloß selbst zu fragen. Alles das, was wir in der Schule hatten, haben wir das irgendwann mal gebraucht. Und also mir geht es nicht darum, rein marktwirtschaftlich zu überlegen, was muss jetzt ein Mensch sehen. Ich bin da sehr für eine breite humanistische Ausbildung. Aber viele Dinge kann man eben, was wir schon diskutiert haben, auch über andere Wege tatsächlich sich aneignen und was so die individuellen Interessen und Neigungen sind. Also da müssen die wir auch überlegen. Sich auch mehr Einfluss von der seitens der Politik auf die. Ja, das ist die spannende Frage. Also wir haben ja, das Problem besteht ja darin, dass wir 16 Bundesländer haben, also Bildung ist ja Landeshoheit, und dass die Bundesländer sich in solchen Fragen einigen müssen. Und dieser Einigungsprozess ist ein sehr langwieriger, eine ganz langwierige Geschichte, schwierig genug, aber entscheidend ist, und das hat auch was mit dieser Vision zu tun, der Bund muss endlich auch in Bildung einsteigen, das Kooperationsverbot ist weg, der Bund muss seine Versprechen für Digitalisierung, Professor Wanka hat ja ein Digitalisierungspaket versprochen, das muss eingelöst werden, also, weil die Länder aus sich heraus bestimmte Dinge gar nicht wuppen können, weil wir jetzt über Geld gesprochen haben. Also der Bund muss da einsteigen, weil am Ende, also geht es ja nicht nur um die Kinder, es geht ja auch um die zukünftigen Generationen, die den Freistaat und die Bundesrepublik Deutschland sowohl wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich auch weiterentwickeln sollen. Und da schaffen wir jetzt die Voraussetzung. Ich meine, jedes Bundesland muss selber gucken, wie es jetzt zurechtkommt. Aber richtig ist wohl offensichtlich, dass wir hier in dem Föderalismus und in den ganzen Konzepten irgendwelche Veränderungen brauchen, was Geld angeht, was Unterstützung angeht, was Infrastruktur angeht und auch was möglicherweise Schwerpunktsetzungen angeht, Kooperationen mit Hochschulen und so weiter und so fort. Da ist man ja erst am Anfang. Jeder macht so sein kleines Süppchen. Wir sind da sehr am Anfang. Und wenn ich jetzt erlebe, wie der Wettbewerb, also wir hatten jetzt vor kurzem gerade Kultusministerkonferenz, wenn ich dann erlebe, wie der Wettbewerb tobt, wir haben ja durch die Föderalismusreform auch unterschiedliche Besoldungen und Gehälter in den Ländern. Und das ist eben, um mal eine Besoldungsgruppe zu nennen, die A13, die eben an Gymnasien gezahlt wird für die Lehrerinnen und Lehrer, demnächst auch an den Regelschulen, die ist eben in Thüringen weniger wert. 300 Euro monatlich weniger wert als in Hessen und in Bayern beispielsweise. So, wenn ich dann jemand da im grenznahen Raum, also in Westthüringen habe, der vielleicht sich entscheiden muss, fahre ich 30 Kilometer dahin oder 20 Kilometer dahin, dann ist doch wohl klar, wie die Entscheidung fällt. Na logisch, ja. So, und deswegen dieser Wettbewerb, ja, oder Hessen hat jetzt entschieden, dass die Bediensteten im öffentlichen Dienst Freifahrten haben mit dem öffentlichen Personennahverkehr. So, das wird der Freistaat aufgrund auch der Finanzsituation nicht wuppen können. Und deswegen bin ich der Überzeugung, müssen wir andere gute Gründe liefern, warum es sich lohnt, Lehrer oder überhaupt in Thüringen zu arbeiten. Könnte ich auch viele selbst anführen, bin jetzt auch ein paar Tage schon da. Also es sind materielle Gründe, das sind aber auch, die haben einfach was mit gesellschaftlicher Stimmung zu tun, mit Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und da erlebe ich eben hier eine sehr offene Gesellschaft und ich hoffe eigentlich, dass wir diese offene Diskussion auch führen können, aber dann eben, das ist mein Ziel, ganz konkrete Maßnahmen herbeizuführen und klare Entscheidungen zu treffen, so soll das jetzt sich verändern. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, noch mal, weil es mir wichtig ist, noch mal zu sagen, wir hatten es vorhin, diese Lehrplaninhalte und was ist überhaupt noch nötig und so weiter. Es ist natürlich klar, als Konsens mit Sicherheit, dass jeder Schüler, egal welche Schulform er besucht, letztendlich die Schule als ein allgemein gebildeter Mensch verlassen soll in irgendeiner Weise. Muss man sich dann natürlich zwar die Frage stellen, was ist allgemein gebildet, was gehört da überhaupt rein, was aber letztendlich tatsächlich so ist. Es gab, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren mal so einen ganz berühmten Tweet irgendeiner Schülerin aus Deutschland, die meint, ja, ich weiß zwar, wie ich Gedichte in so und so vielen Sprachen interpretieren kann, aber ich kann selber keine Steuererklärung aufsetzen. Ja? Und das ist tatsächlich so ein Problem. Also an der Schule wird viel Stoff
gelernt. Meiner Meinung nach ist es auch wichtig, dass man diese und jene Literatur schon mal was davon gehört hat, vielleicht auch mal selber gelesen hat. Aber diese Praxisrelevanz, dass man da wirklich sagt, ja, so und so hast du ein bisschen durchs Leben zu gehen, weil man ja leider nicht von jedem Elternhaus erwarten kann, dass das den Schülern so beigebracht wird. Na, dass man auch vielleicht in solchen Dingen dann, die ganz praktisch sind, die Schüler alle auf eine Basis stellt und dann einfach zu sagen, hier, das sind zum Beispiel behördliche Vorgänge, sowas müsste man mit aufgreifen. Das ist sicher in diesem Fach Wirtschaftsrecht, wird das ein Stück weit gemacht, aber das ist erstens nur ein Stück weit und zweitens unterscheidet sich das auch wieder nach Schulform und dann je nachdem, wie man das gewählt hat. Und eine wichtige Sache ist, die man bei Schule auch nie vergessen darf, wir haben ja jetzt gerade die Bundestagswahl ein paar Wochen hinter uns gelassen, ist diese Sache mit der politischen Bildung oder auch dieser Demokratieerziehung, wie man das im Allgemeinen zusammenfasst. Es ist einfach so, wenn ich darüber diskutiere, ob ich Menschen mit 16 Jahren schon das Recht geben soll, zu wählen, was wieder eine Diskussion für sich ist, dann muss ich ja auch erstmal sicherstellen, dass mit 16 Jahren jeder informiert ist darüber, wie das alles geht. Das ist, wenn, bei dem aktuellen System sind es die Leute auch mit 18 Jahren nicht zwangsläufig. Ja, das muss man einfach so feststellen. Also das gehört für mich oder auch für die Landesschülervertretung einfach mit die Schule rein, dass man sagt, jeder hat eine Idee davon, wie unser Staat funktioniert und was die Idee hinter unserer Gesellschaft ist ein Stück weit. Ja, Wirtschaft oder so findet ja auch zum Teil nicht statt und solche ganzen Themen. Ja, aber ich habe jetzt auch mit Handwerkskammern und mit Industrie- und Handelskammern, mit Vertreterinnen und Vertretern gesprochen, die schon sehr Wert darauf legen, dass Berufsorientierung in der Schule stattfindet, bis hin zum Gymnasium. Das ist auch meine Überzeugung, dass das richtig ist. Wir brauchen auch eine gute berufsbildende Schule in Thüringen, weil jetzt mal unabhängig davon, ob jemand studieren will, wir müssen auch dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die mauern, die tischlern, die Klempnern, am Auto schrauben, also alles in hoher Qualität. Ist ja nicht so, dass alles Roboter machen können. Es muss auch Menschen geben, die tatsächlich handwerklich da unterwegs sind, beziehungsweise in den Industriebetrieben arbeiten. Also die duale Ausbildung zu stärken und deutlich zu machen, du hast auch eine berufliche und auch eine familiäre Karriere, wenn du einen Handwerksberuf oder einen anderen Industrieberuf erlernst, ist erstmal wichtig. Deswegen brauchen wir die Schülerfirmen, wir brauchen die Berufsorientierung und wir brauchen auch die Demokratiebildung. Da bin ich auch dem neue Land. Fächer? Wie bitte? Auch andere Fächer? Ja, Informatik, Wirtschaft. Wir müssen gibt es immer nur so am Rande, freiwillig mehr oder weniger. Ja, wir müssen eigentlich darüber reden, wie man das, den Stoff, der vermittelt wird, dass man den Schülerinnen und Schülern klar macht, das hat eine Relevanz, hat eine Bedeutung für ihr weiteres Leben. Die Allgemeinbildung auf der einen Seite und das andere für die konkrete berufliche Karriere. So, und das sind solche Fragen. Und das also zu vermitteln, also wir hatten jetzt in einem Eltern-Schüler-Forum in einer Arbeitsgruppe sagte jemand, ich schlage vor, dass in den Chemieunterricht der Apotheker aus dem Ort kommt und den Kindern im Chemieunterricht mal erläutert, wie wichtig Chemie ist, überhaupt das Fach aufzunehmen. Warum wir eigentlich diese ganzen Formeln dort lernen und die Prozesse und Prozesse verfolgen und Versuche machen, weil das hat unter anderem was mit Medizin, also mit Pharmazie in dem Fall zu tun. Mal, ist die Gewichtung noch richtig aus dem 19. Ja, darüber muss man mal diskutieren. Ja. Ich brauche erstmal ein Grundlagenwissen und das hat erstmal noch gar nichts mit modernem Unterricht zu tun. Erstmal brauche ich ein Grundlagenwissen. So, und da geht es ja schon los. Also das Grundlagenwissen sowohl in der Sprache, Deutsch sowieso, aber auch in Fremdsprachen, aber auch in den Naturwissenschaften. Ja. Und dann sind wir beide ja Verfechter von Allgemeinbildung. Das heißt, ich muss auch in Kunst und Musik und Sport auch was haben. Ich bin übrigens der Überzeugung, bei Musik, Kunst und Sport reicht Teilnahmebestätigung. Genau, weil das ist nämlich die Sache. Das ist meine Meinung. Albert Einstein. Setzen Sie es mal durch. Na gut, das gehe ich an. Ja. Albert Einstein soll dazu ja mal was Schönes gesagt haben, wenn man einen Fisch sagt, er soll auf einen Baum klettern und er schafft es dann nicht, wird er sein Leben lang glauben, er sei dumm. Ja, genau. So ist es tatsächlich auch. Es gibt nun mal, es ist eigentlich natürlich in jedem Fach so. Es gibt Leute, die sind mehr die Menschen für die Sprachen. Es gibt Leute, die sind mehr die Naturwissenschaftler. Das sind aber alles Defizite, die halten sich dann eher an Grenzen. Aber man muss wirklich sagen, gerade bei Kunst, technischen Ausbildung und da hast du die Kombination zwischen Abitur und Lehrberuf in einem Ding gehabt,
dann habe ich festgestellt, dann heulen erstmal alle auf und sagen, oh, ideologisch und so weiter. Aber von der Praxis, also ich konnte mir nichts Besseres vorstellen als ein Abitur mit einem Lehrberuf. Das glaube ich, das Aufheulen ist inzwischen schon passé. Also ich höre ja auch aus anderen politischen Parteien durchaus, dass das gut war. Wenn man das Ideologiezeug mal alles wegnimmt, dann hat das alles schon seine Ordnung. Wir schauen alle irgendwie nach Finnland und viele Dienstreisen gibt es nach Finnland. Dabei weiß jeder, der sich damit beschäftigt, dass Finnland irgendwann mal das DDR-System der 10 klassischen politischen Oberschule kopiert hat. Die Frage steht doch gar nicht. Die Frage ist doch, wir haben einen Fachkräftebedarf, wir haben über Lehrerinnen und Lehrer, wir haben generell einen Fachkräftebedarf. Das heißt, eine bewusste Hinführung der jungen Generation, dass sie ihre Berufsentscheidung auf einer guten Grundlage treffen können. Also mir hat mal jemand erzählt, ja, ich mal so einen jungen Menschen habe ich mal gefragt, was möchtest du denn gerne machen? Auch sagt er, ja, irgendwas mit Computer. So, tolle Antwort. Und das war auf dem Dorf. Da ich gesagt, weißt du eigentlich, dass hier nebenan im Kuhstall, dass der voll automatisiert ist, die Fütterung und das Melken und die Ausmistung des Stalles, alles über Computer gesteuert ist? Nee, ich sagte, weiß ich nicht. War nebenan, ne? Also 3 Meter weg. Und dass der Computer heute ein Arbeitsmittel ist wie der Schraubenzieher oder Bleistift oder was man im Einzelnen nutzt, muss auch erstmal verstanden. Also, so unter dem Motto, den jungen Leuten die Prozesse klar zu machen, die in der Arbeitswelt ablaufen. Ja. Dass eine bewusste Berufsentscheidung getroffen werden kann. Auch, was ich nicht werden will, Ausschlussverfahren oder ganz bewusst, Mensch, das interessiert mich und das will ich tun. Aber ich will noch als Anerkennung und Dank an die Landesschülervertretung sagen, Stichwort Demokratiebildung. Also es geht ja auch um zukünftige Staatsbürger und Staatsbürger. Also wir sind ja schon Staatsbürger und Staatsbürger, aber diejenigen, die auch wählen und die Geschicke des Landes dann tatsächlich in die Hand nehmen. Die Initiative der Schülervertretung besteht ja darin, dass wir sagen, wir wollen, finde ich spannend, wir wollen mehr über DDR wissen. Die jungen Leute sagen, wo einige sagen, bloß hört mir bloß auch mit DDR. Also mir geht es nicht um Nostalgie oder so. Sie wollen einfach wissen, wie war das Leben da, wie ist es da abgelaufen. Und da haben wir beide ja, also ich für das Ministerium, Anders Leiteritz für die Landesschülervertretung eine Vereinbarung unterschrieben. Wir wollen, dass an den Schulen sich mit DDR-Geschichte auseinandergesetzt wird. Gibt es eigentlich auch Differenzen zwischen Ihnen? Das klingt hier ja alles so wie ein Herz und eine Seele. Naja, die haben wir noch nicht so richtig ausgemacht. Ja. Nein, das ist tatsächlich so. Die Probleme sind so groß, da kann man nur gemeinsam wollen. Das ist einerseits natürlich tatsächlich der Fall. Wir haben in Thüringen Probleme, die haben sich jahrelang aufgeschoben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir alle daran arbeiten. Natürlich, wenn jetzt dann etwas kommt vom Ministerium, was uns als Landesschülervertretung nicht schmeckt, da werde ich auch hochgehen zu Herrn Holter und ihm das sagen, dass wir da nochmal drüber reden müssen. Aber im Moment stehen wir ja letztendlich noch am Anfang von dem Prozess. Das heißt, diese großen Konkretisierungen von irgendwelchen Maßnahmen sind ja zumindest zum großen Teil noch nicht wirklich gekommen. Ich vermute, dass es dann eher bei diesen Dingen dann noch... Es wird noch sehr konkret und da werden wir auch uns hoffen, nehme ich mal an. Genau, aber das ist natürlich alles immer im guten Konsens, weil letztendlich, und das lernt man ja auch als Schülervertreter, es geht nur miteinander, weil ein Schüler ist letztendlich in Thüringen nicht in der Position, dass er dann alleine irgendwie durchbrechen könnte oder auch ein Schülersprecher einer Schule und jetzt sagen könnte, meine Schulleitung hat dies und das gemacht, was eigentlich überhaupt nicht geht. Also man muss immer alles im Konsens lösen. Ja, das ist der Fall. Es ist auch gut natürlich. Ja. Aber vielleicht an dieser Stelle auch der Seitenwinkel ein bisschen zu der Stellung einer Schülervertretung noch ein Stück weit, die man auch in diesem Prozess dann mit ausdiskutieren muss. Aber wir haben doch eins, also wir werden jetzt eins machen. Das haben wir ja in den einen Forum auch diskutiert. Schulkonferenzen. Genau. Da sollen zukünftig Schülerinnen und Schüler nicht mehr überstimmt werden dürfen. Also dass das Gewicht der Stimmen der Schülerinnen und Schüler genauso stark ist wie das Gewicht der anderen. Und das halte ich für einen richtigen demokratischen Gewinn. Wir haben das ja jetzt schon auch mit dieser Zielvereinbarung DDR-Geschichte, die jetzt heute gerade angesprochen hat, ist im Grunde genommen die Idee ja dahinter gewesen, ja, wir Schüler möchten was darüber wissen, weil man ja DDR verstehen muss, dass man quasi Deutschland heutzutage versteht. Ja. Und wir möchten es aber nicht nur ganz theoretisch aus dem Unterricht erfahren, sondern wir möchten wirklich aus der Praxis wissen. Und da haben wir dann uns dann quasi mit dem Ministerium zusammengesetzt und haben gesagt, ja, warum denn nicht an den Schulen mal einen Projekttag machen, dass man wirklich mal guckt, es gab in der DDR genauso auch Literatur, es gab dies und das, also wirklich aus dem Leben mal etwas herausgegriffen, ganz praktisch und vor allem der wesentliche Bestandteil mit Schülern zusammenentwickelt. Das soll von der Schülervertretung der Schule ausgehen, beziehungsweise von einzelnen Klassensprechern. Und es soll, zumindest sehen wir das so, ein kleiner Schritt wirklich in die Richtung sein, dass Schüler mitreden dabei, was an der Schule passiert, was im Lehrplan passiert.
Und es ist ja wirklich so, wir haben jetzt schon die ersten Resonanzen auf dieser Zielvereinbarung bekommen, die sind ein bisschen durchwachsen. Manche haben es etwas falsch verstanden, hat sich da herausgestellt. Da muss man mit Sicherheit nochmal nachhaken, weil es bei vielen, glaube ich, noch nicht so richtig im Vordergrund ist, wenn die dann lesen, das Ministerium hat mit der Landesschülervertretung und man bittet darum das, dann steht erstmal da Ministerium. Also ich glaube, bei vielen braucht auch dieser Prozess im Kopf noch, dass Schüler auch genauso ihre Meinung ausdrücken können und genauso mündig letztendlich sind und da wirklich mitwirken können. Wir wollen ja nicht nur, sondern wir sind auch überzeugt, wir können. Wenn ich denke, dass dieser Prozess läuft, wäre es denkbar, dass man sozusagen einen großen Ratschlag macht in den jeweiligen Schulen zur Entrümpelung der Lehrpläne, dass das mit den Schülern und mit den Lehrern in der jeweiligen Schule diskutiert wird und hinterher macht man da so ein thüringweites Projekt draus und sagt, das ist die Erfahrung des ganzen Diskussionsprozesses. Ja, also ich bin ja unterwegs in ganz Thüringen, also ich mache diese großen Foren, habe ich ja jetzt schon viele gemacht, ich habe ja in kurzer Zeit jetzt bald 1500 Menschen unmittelbar erreicht und bleibe ja auch die ganze Zeit, nehme an diesen Werkstätten und den kleinen Runden teil, besuche gerade die Schulämter, besuche Schulen, erlebe sowohl die modern aufgestellte Schule als auch eine Schule, die noch den Charme des Jahres 1978 hat, wo wirklich nichts gemacht oder kaum was gemacht wurde und trotzdem findet Unterricht statt, hoch engagierte Lehrerschaft, muss man alles anerkennen. Ich glaube schon, dass man das, was wir jetzt diskutiert haben, runterbrechen muss auf die jeweilige Schule. So, und das ist wichtig. Die Entrümpelung der Lehrpläne, das ist eben das Problem. Das entscheidet Thüringen nicht ganz alleine, sondern da gibt es noch wieder den Gesamtkontext, den wir erst schon diskutiert haben für Deutschland. Aber überhaupt mal das anzugehen, weil alle sagen, wir müssen entrümpeln. Aber dann hört es auch auf. Ja. Keiner führt den Diskussionsprozess weiter. Und Thüringen wird nächstes Jahr Vorsitzland, übernimmt die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz. Dann bin ich der zuständige Präsident, ist nicht mein Verdienst, aber ich bin es dann. Und ich werde das Thema Demokratiebildung angehen, zum Schwerpunkt machen. Da müssen auch solche Fragen diskutieren, wie wir dann tatsächlich zu moderner Schule kommen, um also A, den jungen Leuten etwas anzubieten, aber auch denen, die Lehrerinnen und Lehrer geworden sind, beziehungsweise werden wollen, auch zu zeigen, Mensch, wir gehen mit der Zeit und wir bieten euch super Arbeitsbedingungen. Also wir sind in der Zeit jetzt so gut wie fertig. Ich denke, das Leitbild oder was da diskutiert werden muss in einem fruchtbaren Diskussionsprozess, könnte letztendlich daraus schöpfen, dass Thüringen ja Erfinder der Reformpädagogik ist. Ja? Und dass wir im Grunde genommen hier in Deutschland eine Sonderstellung einnehmen und da wieder anknüpfen, nicht die alten Klamotten wieder ausgraben. Aber das Bedeutende damals war ja auch die Verbindung der Schule mit der Natur. Also da gab es einen Schulgarten, da gab es im Grunde genommen, wir haben heute viele Fragen, die mit der Natur zu tun haben. Es gibt wunderbare Projekte auch in den Schulen und so weiter, die Medien und so weiter. Also diese handwerkliche, diese praktische Tätigkeit, die wird, glaube ich, von Schülern auch viel gewollt und dafür braucht man Zeit. Ich denke, Sie haben noch viel zu diskutieren, wenn Sie durch alle Schulen durch wollen und alle begeistern wollen und natürlich die 1000 Lehrer eben irgendwo herzaubern, das ist ja auch eine schwierige Sache, dann wünschen wir Ihnen natürlich erstmal viel Erfolg, weil das kann nicht Einzelne machen, das können wir nur als Gemeinschaft machen. Wir werden unseren Teil auch dazu beitragen, dass hier der Diskussionsprozess weitergeht. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, dass sie uns verfolgt haben über die Zeit. Das ist ein Thema, was im Grunde genommen jetzt erst beginnt. Sie sind neu im Amt, man wird auf Sie schauen und nach wie viel 100 Tagen wird man sagen, was hast du geschafft oder wo willst du hin? Haben Sie das Leitbild, haben Sie es noch nicht? Was sagen die Schüler dazu? Ich hoffe, Sie verfolgen uns mit. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Am Anger. Talk in bester Lage wurde Ihnen präsentiert von Ihrem Immobilienmakler Engel und Völkers.